Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Channel, ich bin Simon Diaz und heute habe ich ein weiteres Video für euch und zwar möchte ich heute God Mode vorstellen. Und ja, ihr seht es schon mal hier, ich habe farbige Klassen und wie man das alles runterlädt und wie ihr das auf eure Xbox bekommt, zeige ich euch später. Als erstes möchte ich mal die zwei Mods vorstellen. Der erste Mod ist hier, dass man rumlaufen kann, während der Countdown noch beginnt. Ab der 10. Sekunde kann man dann ganz normal rumlaufen, ohne dass es laggt. Wie ihr seht, habe ich jetzt keine Waffe in der Hand. Deswegen muss ich mir jetzt erst noch einen Kumpel besorgen, der die ganz normale Klasse nimmt, weil man hier eben solche Standardausrüstungen, die gemoddeten Klassen und noch normale Klassen, die man selber dabei hatte. Ich töte jetzt hier meinen Kumpel mit der Semtex-Granate, die man immer dabei hat. Und jetzt habe ich eben seine Sniper aufgenommen, es geht natürlich mit jeder Waffe. Und das Geile daran ist jetzt einfach, dass man überall rausspringen kann aus der Map und man überlebt es, weil man ja eben einen God-Mode hat. Man bekommt jetzt gleich ein bisschen Damage, wie ihr jetzt hier seht, aber ich überlebe das locker easy. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool, es geht natürlich auf jeder Map und dann kann man überall halt gute Positionen herausfinden, wo man halt Spaß hat hinzugehen, kann man dann eben hingehen. An manchen Stellen gibt es dann eben unsichtbare Wände, jetzt hier zum Beispiel komme ich jetzt leider nicht weiter. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool, das auf jeder Map zu machen, gibt bestimmt coole Positionen, wo man eben hin kann. Und wie man das Ganze runterlädt, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich schon mal ein Tutorial hochgeladen, wie man eine andere Mod runterlädt. Und ja, das gleiche ist genau, also es ist genau das gleiche mit dem Mod jetzt hier eben. Es ist nur eine andere Datei sozusagen. Alles gibt in Horizon. Und wenn ihr wollt, wissen wollt, wie das eben geht, dann schaut euch mein anderes Video ein. Das wird jetzt hier gerade eingeblendet. Dort müsst ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr zu diesem Video. Und dann macht ihr alles genau gleich, nur mit einer anderen Datei. Und es ist einfach die Datei, die auch in der Beschreibung ist. Es ist dann auch ein anderer Anbieter, wo ihr das runterladen müsst. Ist auf jeden Fall ziemlich einfach. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich einfach. Und das war's wieder von mir. Bitte bewertet dieses Video. Was ich noch sagen will, das geht alles nur im privaten Lobbys, also ich bin kein Hacker, ihr müsst keine Angst haben und ja, ich bin wieder weg. Ciao, haut rein.